Aber sie hat gar nicht gesungen. Da sind neue Aufträge. Oh ja, ist ja nur ein 20-Stunden-Spiel. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Aber ich nehme einfach mal die Aufträge an. Schlaf gut, Xorgorax, träum was Schönes. Ich nehme einfach die Aufträge an und tue so, als wäre alles gut. Okay, das ist jetzt echt Faulheit, aber meine Güte. Ich habe deinen grünen Bubbel vorhin schon gesehen, aber ich habe ihn ignoriert, weil ich dachte, es ist kein Auftrag. Du musst der Engel sein. Entschuldige, hast du kurz Zeit? Was ist los? Ich will eigentlich keine Fremden in die Probleme der Sentinels involvieren, aber ich mache mir Sorgen um meine Kameraden und kann mir keinen Suchtrupp leisten. Was ist passiert? Wie du sicher weißt, sind Nativas unberechenbar. Neue Varianten sind kein großes Problem, solange wir damit umgehen können. Jetzt ist vor kurzem eine Variante im Ödland aufgetaucht, die wir ganz besonders im Auge behalten. Aber einer der Aufklärungstrupps ist noch nicht wieder zurückgekehrt. Eine neue Variante, sagst du? Ja, ein wirklich grauenhaftes Monster. Hals und Schultern haben sich komplett zu Waffen weiterentwickelt. Ich gebe dir die Koordinaten. In einer abgelegenen Ecke des Ödlands ist eine Ölspeicheranlage. Das Aufklärungsteam hat die Gegend dort bewacht. Also willst du, dass ich die Sentinels finde? Ja, danke. Wäre doch lustig, wenn die Stadt mehrere Stufen hat, die mit erfüllten Aufträgen steigen und neue Aufträge freischalten. Haha, ja, das wäre sehr lustig. Wisst ihr, was mir echt helfen würde? Und ich weiß, es ist eigentlich lächerlich, dass ich das sage. Aber so ein kleiner Kompass. Ich habe immer das Gefühl, dass es durch den Controller kommt, der Sound, aber tut's gar nicht. Hallo? Sir, respectfully. Wie öde. Kriegen wir Klamotten? Kriegen wir jetzt Klamotten? Aber das sind Haare. Ich meine, Haare ist auch gut. Hallo? Sir? Hier durfte ich vorher nicht rein. Ich lese erstmal. Gwen, ich werde dich nie vergessen. Okay. Hey. Oh, du bist's. Was ist denn, Öde? Oh, das hast du wohl gehört. Ja, jeder im Umkreis von 3 Kilometern. Ich will dich nicht beleidigen, Engel. Ich will keine Entschuldigung. Ich will nur wissen, warum du das gesagt hast. Wo sind wir hier? Das ist mein Laden, Gwen Hair Salon. Ich bin Kasim, der Friseur. Friseur? Ich style dir die Haare, damit du dich selbstbewusster fühlst. Dein Haar ist toll, voller Potenzial. Aber dieses Potenzial ist gerade noch verborgen. Das meinte ich mit öde. Ist das so? Also kannst du mein Haar weniger öde machen? Natürlich. Aber dafür fehlt mir gerade das richtige Werkzeug. Die Scavenger haben mich beklaut. Ohne meine Werkzeuge kann ich nicht arbeiten. Aber sie haben die wahrscheinlich einfach weggeworfen. Sie können die eh nicht gebrauchen. Weggeworfen? Aber wohin? Solche Dinge landen meist auf der Mülldeponie im Ödland. Okay, ich kann danach suchen. Im Gegenzug stylst du mir die Haare. Das klingt gut. Mir fehlen 3 Sachen. Schere, Föhn und Glätteisen. Glockenstab? Verstanden. Du weißt, wo ich bin, Engel. Okay, Chat, das ist eine High-Prio-Quest.
Die ist sehr wichtig fürs Fortbestehen der Menschheit. Ich meine, wir wissen, wo die Mülldeponie ist. Okay. Wait. Egal. Wichtigste Quest. Ja. Du gehst dein Leben aufs Spiel setzen und ich mach dir die Haare. Ja, guter Deal. Nach der Katze, aber das hat sie erledigt. Die Katze war jetzt nicht so halb. Hier. Gar kein Problem. Aber. Hä? Da ist der Schrottplatz und da sind die. Ach, jetzt habe ich auch wieder Dings da. Oh. Also gibt's auch einen Kompass. Ach ja, stimmt. Ich musste scannen dafür. Ich habe scannen vergessen. Sorry. Wenn ich jetzt nämlich scanne, dann habe ich es wieder. Haha. Ich nehme jetzt alle Gegner mit. Was glaubt ihr, wie lange verfolgen die uns so? Okay, geht ja. So. Freigeschaltet, sehr gut. Wie viele Telefone es hier gibt. Und der Gamescom Reichweite, würde ich sagen, sehr gut. So, wir müssen nach da. Aber warte mal, will ich dahin, wo die Hauptquest ist, oder habe ich Angst, dass ich dann nicht mehr weiterkomme? Kann ich es umgehen? Ja, du vielleicht nicht. Okay. Okay. On a mall. Im Kampf wurde... Leute, sucht euch ein anderes Hobby, als mir nachzulaufen. Okay. Mais-Tee. Tobi liebt diesen Trick. Lilly, was ist das? Oh. Sieht merkwürdig aus. Oh, das ist eine Dose. Das war früher ein Behältnis, um Elektrolytlösung zu lagern. Eine Dose? Ich mag sie. Ich kann davon verschiedene Daten ablesen. Es ist zwar nicht viel, aber ich spüre noch ein paar Erinnerungen. Das ist eine Beschreibung oder Werbung für die Elektrolytlösung. Witzig, dass du dich für so ein altes Ding interessierst. Nun, sie hat schon irgendwie was. Wenn du dir solche Sorgen um sie machst, kann ich einen Schrank bauen, um sie zu verstauen. Klingt gut. Solange es keine Umstände macht. Für die einzig wahre Lilly Artemis ist das ein Kinderspiel. Ich mach mich gleich an die Arbeit. Dann können wir eine Sammlung anlegen. Danke, Lilly. Ach, Leute sammeln alles. Ein Dosensammler. Das ist eine Sackgasse. Nein, ich muss zum Schrottplatz. Wenn du dich einer gekennzeichneten Mauer näherst, kannst du an ihr entlang laufen. Drücke während des Mauerlaufs X, um dich von ihr abzustoßen und zu springen.
Ja, was ist das denn? Nix? Okay. Wow, elegant. Passt so gut wie ich. Das ist die Drohne, nicht du. Okay. Das ist so gemein, bei Loot ein Explosionsfass hinzustellen. Jetzt mal ganz ehrlich. Das kann doch nur den Entwicklern einfallen. Okay, einmal freischalten. Das macht so schön kaputt. Das stimmt. Da hast du recht. Trotzdem ist es nicht gerade nett. Sondern eher so gemein. Die Provokation. Ja. Lass uns mit ihnen schimpfen. Okay, das ist auf jeden Fall die Hauptmission. Das heißt, wir machen jetzt erstmal. Ist das der Ort, den Kassel meint? Ja. Ja. Ein wahrer Schatzhaufen mit allen möglichen Arten von Schmuck. Das Problem ist nur, es ist viel zu viel. Aber egal. Legen wir los. Eine Schere? Ein Fisch? Leute, die Geschützdruide gefallen mir nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber mir gefallen die nicht so. Wo soll jetzt? Oh. Ja gut, ich bin jetzt in der anderen Quest. Naja, die können wir auch machen. Glaube ich. Way? Sorry, Sir, wo ist denn hier ein Motorrad? Hey? Da ist eine Kiste, aber... Da ist ein Durchgang, okay. Entschuldigung. Oh nein. Wohin muss ich denn? Da hinten, okay. Jetzt fangen die auch noch mit sowas an. Okay. Oh, das war noch nicht so ganz weit. Okay, das geht auch nicht. Echt? Warum muss das jedes Spiel drin haben? Ich finde das so verwirrend. Geht es da gar nicht hin? Aber da muss es doch hin. Hilfe! Das geht nicht näher. Kann ich damit überhaupt raus? Nee, ne? Funktioniert nicht. Ich komme nicht weiter. Staubsaugergeräusch. Ja, wie man von Fans. Okay, warte. Wir gucken mal von hier, ja? Ups. Okay, aber jetzt müsste es ja gehen. Jetzt steht es ja nicht verkantet da. Geht nicht. Vielleicht ist das auch der Ausgang, aber ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Also das sieht ein bisschen enger aus, oder? Ein ganz Seil. Ja, ich sehe das Seil, deswegen möchte ich da hochgehen. So, jetzt aber.
Immer noch nicht. Hä, wie... Dieses Seil wollte nicht, dass ich da drauf gehe. Ihr habt's gesehen, ne? Adam, ich habe das Motorrad lokalisiert. Verstehe. Sie muss es bei der Flucht zurückgelassen haben. Sieht so aus, als hätten die Drohnen es bereits geplündert. Da kann man nichts machen. Okay, was gibt's hier? Diese Koffer werden normalerweise nur von Scavengern benutzt. Ich glaube, der hier ist Kajas. Gut zu wissen. Okay. Nein, nicht zurück. Ich habe das Seil noch nicht mal realisiert. Gut. Okay. Hinter mir. Hello, Friends. Wo habt ihr denn meine Sachen versteckt? Oh Gott. Hallo. Mann, ne? Okay, das machen wir nicht nochmal. Warte mal, was? Wo kommst du denn jetzt plötzlich her? Aua! Also ich sag ganz ehrlich, diese komischen... Oh. Ups. Diese komischen Roboter da, die finde ich nicht schön. Oh. Ich habe ein Glätteisen bekommen. Ich sehe die schon nicht. Verdammt. Da oben war was, ne? Komme ich da hoch? Ich glaube nicht, oder? Doch. Hallo, Kumpel. Nee, wir mögen die nicht so. Oh. Schade. Irgendwo hier? Werden die überhaupt angezeigt? Ja, da unten. Oh, oh. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Wie komme ich denn darüber? Ah. Hallo. Aua. Ich möchte mich nicht beschweren, aber die tun weh. Tanika. Ja. Mann, ich krieg so viel Loot von Waffenzeug, aber ich benutze das nie. Vielleicht sollte ich das mal machen. Das wollte ich nicht. Ich wollte hier. Danke. Es muss doch da was sein. Oh. Hab den Föhn gefunden. Und jetzt nach unten, sagst du? Okay. Ja, also noch gibt's kein Inventar, was voll werden kann. Ich weiß nicht, ob man irgendwann... auch fürs Lager zu viel haben kann.
Oh, die Schere, schön. Hier ist ein bisschen ruhig, oder? Ja, ich möchte jetzt zurück. Ja, wenn man das fühle ich sehr. Das fühle ich sehr. Bei Final Fantasy Aether benutzen, um MP zu regenerieren? Nein, ich könnte ja brauchen. Oh, das waren anscheinend nicht nur leere Worte. Ich dachte echt nicht, dass du mir hilfst. Danke. Bitte. Stylst du mir jetzt die Haare? Bitte nicht so öde. Ich merke schon, das hat einen Nerv bei dir getroffen. Also, soll ich anfangen? Ist Twitch-Streamerin, die Eve, glaube ich. Wirklich? Ich dachte, es wäre ein Witz. Oh. Oh, süß. Oh. Oh, das will ich. Oh, das ist auch süß. Oh, und das ist auch süß. Aber ist so strange, die Frisur, so der Zopf dahinter noch kommt. Oh, ich kann den ganzen Zopf... Oh, warte mal. Und es gibt pro Ding verschiedene Farben, das ist ja der Wahnsinn. Das finde ich tatsächlich süßi. Das ist auch süßi, aber ich finde es so komisch, dass sie da hinten normale Haare hat und dann noch einen Zopf. Weil eigentlich müssten die Haare im Dings da drin sein. Da auch das, wo kommen die langen Haare her? Ist das nur eine Strähne? Wieso sind die dann so dick? Ich meine, ja, sie ist ein Roboter, aber trotzdem. Das Spiel ist echt lustig. Und es gibt auch noch andere Spiele, die du dann nachspielen kannst. Also die Farbe finde ich schön, aber ich finde, sie steht dir nicht so gut. Mann, hier kann ich halt nicht lustige Farben machen. Schwierig, Leute. Oh, scheiße ich auf die Haare. Aber von hinten sieht das so komisch aus, oder nicht? Das sieht schon komisch. Also. Das von hinten sieht halt normal aus, weil es halt ein Zopf. Ich finde die Farbe schön, ich finde die Farbe schön, ich finde die Farbe schön. Was mache ich denn jetzt? War alles besser. Doofen Kinder mit ihren doofen Skateboards und ihren doofen Gameboys. Ja, teilweise bin ich auch so, aber dann kommen wieder ein paar Perlen. Ich glaube, ich nehme das. Nicht schlecht, Engel. Und? Was denkst du? Oh, ich weiß nicht. Kann ich doch nochmal? Ich weiß nicht. Aber ich glaube, ich fühle mich selbstbewusster.
Das Outfit passt nicht dazu. Was meinst du? Ich... keine Ahnung. Was fragst du mich das? Hä, ist irgendwas anders? Okay, wenn ich eine andere Klamotte anziehe, ja? Oh, nein, den Skin, nein, nein, so. Ja, so ist okay. Ja, so ist okay. So ist okay. Jetzt brauche ich noch einen Klamottenladen. Klamottenladen, hallo? Warte, wo musste ich jetzt die Sachen abgeben? Da. Ja. Ach ja, stimmt, bei unserer süßen Kaya, Schmaja. Hallo. Willkommen. Sisters Junk, was? Oh, Engel, du bist es. Ich wollte dich nicht überrumpeln. Nein, nein, ist okay. Was führt dich her? Ich hätte gern ihre Frisur. hier. Kaya, das ist der Koffer, richtig? Das Motorrad ist leider kaputt. Da ist wirklich nichts zu retten. Oh, schon in Ordnung. Denn der Koffer ist mir eigentlich viel wichtiger. Weißt du, er gehörte meiner Schwester. Als ich ihn dann aber verloren habe, war ich völlig ratlos. Ich dachte, ich würde ihn nie wiedersehen. Kaum zu glauben, dass er wieder da ist. Ich danke dir, Engel. Das macht nichts. Du kannst dich ja später noch revanchieren. Wenn du nochmal Hilfe brauchst, melde dich. Ja, Engel. Ja, yeah. 7 Punkte schon wieder. Völlig ratlos. Aber du hast recht, wir könnten die Bar gucken. Wo war die denn nochmal? Wo war denn nochmal die Bar? Ich mag das Outfit von ihr auch. Habe ich auch vorhin tatsächlich gesagt, dass ich das gern hätte. Ja, deswegen verstehe ich komplett. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass meine Orientierung schlecht ist, aber sie ist auch nicht so sonderlich gut. Wo war denn die Bar? Eigentlich musste ja hier irgendwo gewesen sein, oder? Aber ich glaube, die war irgendwo in der Ecke. Aber ich weiß nicht, ob sie hier oben in der Ecke war. Mit dem Gesang nach. Ja, aber die Musik. Achso, ja, Entschuldigung, dein Fetischzeug wollte ich nicht unterbrechen. Tut mir leid. Die sieht im Wald vor lauter Bäumen nicht. Das ist in Ordnung, Tani. Glaubt ihr, wir finden die Bar? Warte, da wo Schnappes steht. Oh, da waren wir auf jeden Fall noch nicht so. Spendenankündigung Rakete in Richtung Kolonie. Unser Bestreben. Wir, das stolze Team von Zion Himmelsstürmer, arbeiten unermüdlich an unserem Vox Veritatis Projekt, um das himmlische Königreich anzuprangern, das sich an Mother Spheres Segen bereichert und um unsere langersehnte Bitte an Mother Sphere zu richten. Mögen wir Erlösung finden, die Prophezeiung kann nicht erfüllt werden, wenn wir nur untätig zusehen. Unser Team glaubt, dass wir unsere Erlösung mit Weisheit, Mut und Einheit in die eigene Hand nehmen müssen. Reiht euch bei uns ein. Oh mein Gott. Was tun wir? Das Vox Veritatis-Projekt wurde entwickelt, um eine kerosinbetriebene Rakete zu bauen, die den geostationären Orbit der Erde erreichen kann. Derzeit bauen wir die Rakete, beschaffen den notwendigen Treibstoff aus dem Ödland und der großen Wüste und sammeln Dünger, um ein Oxidationsmittel zu erschaffen.
Alle Spenden werden für den Kauf von Ressourcen aufgewendet, die für den Bau der Rakete notwendig sind. Spendenbelohnung. Stufe 1, 200.000 Gold oder mehr. Ein Ticket für Vox Veritatis. Eine Freigabe, um unbegrenzte Daten in die Datenbank von Vox Veritatis einzuspeisen. Stufe 2, 50.000 Gold. Eine besondere Himmelsstürmer-Modifikation. Eine Freigabe, mit der Daten von zwei Personen in Vox Veritatis eingespeist werden können. Stufe 3, 10.000 Gold oder mehr. Eine besondere Himmelsstürmer-Modifikation. Eine Freigabe, mit der Daten von einer Person in Vox Veritatis eingespeist werden können. Stufe 4, 1.000 Gold oder mehr. Ein Himmelsstürmer-Abzeichen. Oh. Bitte sag mir, dass ich nicht der einzige Mensch bin, der sich regelmäßig an seinem eigenen, an seiner eigenen Spooky, verschluckt. Halbe Sackgasse, wo es nach unten ging. Ich habe keine Ahnung mehr. Also es war schon irgendwo in der hintersten Ecke, aber... Notiz zum Gebetstreffen. Lasst uns beten, Brüder und Schwestern. Mögen wir Erlösung finden, das sind Mother Spheres Worte. Etwas Schöneres hat sie nie gesagt und wir müssen uns daran festhalten. Seit dem letzten Krieg ist viel Zeit vergangen und unsere einzige Hoffnung in dieser verschmutzten, von ketzerischen Natibas befleckten Oberfläche ist ihre Prophezeiung. Unser Glaube bleibt bestehen. Er wird standhalten, er währt auf ewig, er wird nicht von uns weichen. Mother Sphere lügt nie und sie versprach uns einen Platz im All. Betet, meine Freunde. Friede sei mit allen Brüdern und Schwestern, die sich mit uns versammeln. Sprecht bei Interesse mit Francis im Buchhandel neben dem Eingang von Sion. Schön. Aber also hier ist ja nur unsere hübsche Kaya. Auf der Mips- und Seiteneingang. Du meinst hier sowas oder meinst du... Ich laufe erstmal einfach lang. Ah, das war das mit der Fusionszelle, die wir nicht haben. Hier kommen wir raus. So. Wir laufen auf der Seite weiter. Essen? Oh, lass dir schmecken. Und mach uns auch was. Oh mein Gott, was ist jetzt los? Ich will doch nicht alle Bücher lesen. Was? Wie man Stil in eine Konversation bringt. Halten Sie sich für zu ernst? Haben Sie das Gefühl, keine Gespräche führen zu können? Dann empfehlen wir Ihnen, mit einem kleinen Witz die Stimmung aufzulockern. Beispiel, was trinken Führungskräfte? Die Antwort lautet Leitungswasser. Haha. Scheint mir eine tolle Idee zu sein. Das muss ich bei meiner nächsten Predigt ausprobieren. Durchgestrichen. Alles gelogen. Mögen die Natibas dich bei lebendigem Leib auffressen, du Betrüger. Wie sie sich dahin beugt. Ja, nix. Wirklich nix? Ist das echt einfach nur, damit sie... Okay. Noch die... Ja, ich glaube, es war halt irgendwo... Irgendwo hier, oder nicht? Irgendwo an der, auf der Seite war das doch. Oder war es hier? Wir laufen alles ab. Was bleibt uns anderes übrig? Nee, das habe ich keine Lust drauf. Das war langweilig. Das war kein gutes Buch. Wir müssen auch nicht alles lesen. Mit dem ersten Teil. Ja, okay, aber das ist wichtig. Buch des Glaubens und der Weisheit 2, 1 bis 4. Alle Weisheit stammt von dieser Erde. Der große Vater hat Mother Sphere erschaffen und die Mother hat uns erschaffen. Der Untergang der Kolonie hat uns in Asche und Staub zurückgelassen. Doch denkt daran, die Providenz ist These, Antithese, Synthese. These, Antithese, Synthese. Oh, schön. Mother Sphere ist weise und sie wird uns in der Stunde des nahenden Unheils Erlösung zuteil werden lassen. Deshalb möge Mother Spheres Wille geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Wir werden in die Wiege zurückkehren. Outfit 10. Nein, Lurker, ich weiß nicht, warum du das willst. Das verstehe ich gar nicht. Denk dran, respectfully, ja? Klopf, klopf. Blöd. Okay. Also, wir sind jetzt da, dann gehen wir da raus und dann gehen wir... Oh Gott. Das erlaubt doch Rust-Nackte.
Ich verstehe den Hate wirklich nicht darum, tatsächlich. Und ich verstehe sogar, wenn man so zum Beispiel Baldur's Gate sagt, ja, aber das ist ja Kontext. Wobei, okay, also ich weiß nicht. Aber also... war das nicht auch einfach nur, um zu schocken? Ich hab sie. Oh, oh mein Gott, ich hab sie. Welcher Hate? Naja, weil Stellar Blade doch zensiert wurde. Also, das meine ich. Was bei der Scheune passiert, bleibt in der Scheune. Du hast recht. Mit dem Mann zu gewaltig. Ah, hallo. Eve, willst du mich singen hören? Ja. Ich weiß, es ist noch nicht viel. Es ist einfach schön zu sehen, dass es dir gut geht. Die Haare. Ah, Eve. Du gehst wohl. Auf Wiedersehen. Okay, pass auf dich auf. Jetzt kann ich doch nicht mehr gehen, so traurig, wie sie klagen. So von wegen, dass das bei Stellar Blade ja alles nur sexuell ist, um sexuell zu sein. Und ich denke mir nur so, aber Sex in ein Spiel reinzubringen, ist nicht sexuell, um Sex. Also ist nicht Sex, um Sex zu sein. Hä? Ich finde das alles okay. Ja, same. Ich finde halt, also, ich finde halt, die Zensur finde ich halt so scheiße. Weil es halt irgendwie, ich war, keine Ahnung. Es ist irgendwie lächerlich, weißt du? Und das Problem ist, wenn du halt, also, es ist wie bei allem, wenn du sagst, okay, ja gut, dann zensiert's halt, ist ja scheißegal, dann wird's halt immer schlimmer. Und ganz ehrlich, ich finde, Geralt wurde auch ganz schön sexy dargestellt, so. Und ich gucke auch gern den Pobblestar von ihr an. Außer in der roten Hose. Irgendwie finde ich den anstößig. Ich weiß auch nicht. Hier, die Arme sind ja richtig schlimm. Ja, und da, also dann halt auch, dass das Blut so dezimiert wurde. Beim ersten Boss, da musst du dir mal den Vergleich angucken in der Demo und wie es jetzt aussieht. Das ist so ein Unterschied. Davor wurdest du in Blut geduscht. Das war lustig. Der Geralt in der Badewanne war doch nicht sexy. Das war aber Kontext, weißt du? Das war Story, also geprägt. Also ich finde auch die Story, beziehungsweise kontextmäßig, dass sie halt ein Roboter ist und dass deswegen ein schöner Körper gemacht wird und kein, also halt den Beauty-Standards entsprechender Körper gemacht wurde. Weil künstlich finde ich irgendwie nachvollziehbar. Das reicht mir ehrlich gesagt. Also ich bräuchte keinen Kontext dafür. Es ist in Ordnung. Sie darf den auch so haben für mich, aber... Oh, ich weiß nicht. Ja, kommt, lasst uns dahin teleportieren und dann gehen wir. Roboter auch praktisch machen können. Hä, ist doch praktisch. Bestimmt super aerodynamisch. Ich weiß nicht warum, aber ist bestimmt so. Das ist in der Scheune bei Baldur's Gate auch schon sexy. Ja, aber das ist in Ordnung, weil Kontext. Mhm. Ach, keine Ahnung. Hallo, Freunde. Warte mal. Oh, es war gerade irgendwie gestunt oder so. Okay, Leute, drei sind ein bisschen gemein, ne? Oh mein Gott, okay, warte mal. Aua! Oh mein Gott. Ist da noch hinten einer dran gekommen? Wartet mal. Aua. Aua. Ja. Bitte nicht weinen. Bitte nicht weinen.
bitte nicht weinen, Eve. Es tut mir so leid. Oh mein Gott. Das Schöne ist, ich muss das laden, weil wir haben kein Heilzeug mehr. Oh, nicht schon wieder einer. Komm schon, wie viel denn jetzt noch? Ich lese den Text gleich, wenn ich in Sicherheit bin. Zombie-Serie, die so beliebt war. Ist es Walking Dead, was du meinst? Als Kunst angesehen werden, müsste man meinen. Ja, und es ist doch, also. Es ist doch auch eine Kunstform, so einen schönen Körper zu modeln. Also, ernsthaft gemeint. Okay. Kann ich mal ganz kurz die Patronen auffüllen? Obwohl will ich vielleicht gar nicht, weil ich kriege ja immer Loot. Okay, und wie komme ich jetzt da durch? Ich glaube, ich ignoriere einfach alles richtig. Wir gehen einfach. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Schon ein Stück. Bis dahin haben sie uns verloren. Muss ich überhaupt hoch oder muss ich... Doch, oder? Ich glaube, es ist richtig. Ja. Die laufen da ja eben. Okay, alles gut. Easy. Warte, nein. Kardashian. Nee, der Körper ist ein koreanisches Model. Tatsächlich. Ach, der Mensch. Den habe ich übersehen. Warte mal. Wie bekommen wir den auf? Miscusa, kann mal jemand das Tor aufmachen? Ich möchte den größten Laden in Zion bauen. Große Träume sind doch nicht verboten, oder? Verdammt, ich hätte mich nicht den Scavengers anschließen sollen. Ich glaube zumindest, dass es ihr Körper war. Aber ja, doch, definitiv. Ihr Gesicht aber tatsächlich nicht. Bringt mir das? Hä? Okay, warte. Okay, warte, was? Geht schon. Und jetzt? Boah, ich weiß es tatsächlich nicht so genau. Ich weiß nur, dass also ihr Körper auf jeden Fall also nach dem Model gescannt wurde. Gemodelt, also modelliert wurde. Kann ich von unten rein? Aua. Ich bin nicht so ganz sicher. Nee, ich glaube nicht.
Ich glaube, das war schon irgendwas mit der Klappe, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Komme ich jetzt wieder hoch? Gar nicht. Verdammt. Ne, ernsthaft, wie komme ich darüber? Egal, machen wir erst das andere. Das ist da hinten. Keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Genau die. Genau die. Google jeder den Namen. Ja, aber die ist gar nicht so. Also, das ist gar nicht so anstößig oder sowas gemacht. Halt. Schon ein sexy Model, aber nicht so schlimm. Oh Gott. Musst du dich in Zion befinden? Ah. In Bearbeitung. Ja, aber warte mal. Wie komme ich denn da hoch? Halt lustig, dass halt immer so, ja, der Körper ist unrealistisch, aber es wurde halt nach einer echten Frau, also, ne? Ich muss von da kommen, das ist ja blöd. Das ist ja jetzt blöd. Hallo, Raku. Auch die Klamotten, okay, wusste ich tatsächlich nicht, aber also war auch, ne, also es ging halt um das typische Sexismus. Die echte Frau ist unrealistisch, ja. Aber weißt du, gleichzeitig wird immer danach geschrien, dass Beauty-OPs akzeptiert werden sollen. Oh, was? Wartet. Und eines Vorfalls eingeschränkt. Ich bitte höflichst um Hilfe. Was? Kommuniziert auf dem Kanal des Landetrupps. Nee, auf meinem Controller kommuniziert. Warte kurz, ich check das. Das scheint keine Absicht zu sein. Das Signal wird auf mehreren Frequenzen übertragen. So oder so. Was bist du denn? Ich weiß, was das ist. Das Signal kommt vom Schrottplatz nördlich der Trümmer. Das wird dir gefallen. Es kann nicht schaden, sich das mal anzusehen. Also, halt gerne. Oh nein. Nachbarschaft. Jetzt hör auf, mich abzulenken. So. 32 sofort Flame wegen unrealistischer Form. Ja, ja, definitiv. Hm. Oh nein, ernsthaft? Was ist da? Also jetzt wollen sie mich aber auch wirklich ärgern. Mir hat schon eine solche Gruppe gereicht und da sind aber zwei. Oh, was ist denn hier? Aua, ich hab's nicht gesehen. Oh Gott, zwei. Bitte nicht töten. Bitte stirb. Danke. Die Mobbinggruppe, ja. Aber die reicht mir scheinbar hier auch.